Grüß dich, Fatima. Hallo, grüß dich. Hallo. Wie du weißt, geht es ja für mich ins Ibstal. Und der Auris mir ist zu Ohren gekommen, dass ich mit dem vor. Was macht den aus? Weltpremiere. Also eher Österreich-Premiere jetzt einmal. Das ist dann brandneue Auris. Wir haben jetzt einen Facelift. Das heißt, relativ schnell vom 2013er Auris, der was ja neu rausgekommen ist, ein Facelift, ein Upgrade mit vielen, vielen Details und sehr positiv von den Rückmeldungen schon, also auf der Messe auch, auf den Präsentationen. Das Auto ist, also Auris generell ist unser zukunftsträchtigstes Modell, hat jetzt mittlerweile 5 Motoren. Das heißt, du kannst den in Hatchback, also ein klar undes Kombi, als Platzwunder, so wie der jetzt ist, kaufen. Und natürlich, wie gesagt, neu, was jetzt rausgekommen ist, ist der 1,2er Benziner Turbo. Den würde ich da gerne mitgeben zum Fahren und zum Ausprobieren. Ein irrsinnig toll gelungenes Fahrzeug mit einem sehr, sehr niedrigen CO2-Ausstoß, was eigentlich jetzt in Zukunft und auch ab Jänner 2016 natürlich sehr interessant für Flotten sein wird. Also wir haben jetzt eine riesen Produktpalette und natürlich, was jetzt auch neu ist, also nicht nur der 1,2er Turbo-Benziner, sondern auch ein Österreich-Motor mit 1,6 Turbo-Diesel. Der wird in Steyr produziert für den europäischen Markt. Das, was mir ganz besonders stolz macht, ein Motor in Toyota aus Österreich. Wie gesagt, das Produkt selber ist irrsinnig toll. Es gibt eine riesen Palette an Features in der mittleren Ausstattung, sehr, sehr gut ausgestattet. Also schon im Premium-Segment kann man fast sagen, optisch als auch technisch. Also mit dem Touch-Display in Klavierlack, die Außengriff in Klavierlack, er hat ein Glaspanorama durch, serienmäßig, Freisprecheinrichtung, ein neues Lüftungsdesign, also auch da mit Leder und so. Also sehr auf Optik, auf Prestige ausgelegt, was serienmäßig ab der mittleren Ausstattung ist, ist Bi-LED-Scheinwerfer. Die haben eine Lebensdauer von 20.000 Stunden, das heißt, der Auto leben lang, ohne einmal Birndl zu wechseln. Besser als Xenon, also sehr, sehr viel im Detail, was jetzt im zeitlichen Raum auch sprengen wird. Also es gibt sehr viel zu entdecken für unsere Zuschauer, natürlich auch für unsere Kunden. Lade ihn jeden gern ein. Wir haben jetzt auch ein neues System, das heißt, unsere Werkstattkunden kriegen dieses Fahrzeug, wenn sie möchten, in der Wartezeit zum Fahren, zum Probieren. Also für jeden, der zu uns zum Service kommt, kriegt das Fahrzeug zum Ausprobieren, zum Angreifen, zum Testen, weil wir natürlich wollen, dass das Fahrzeug so schnell wie möglich unter die Leute kommt. Wie gesagt, heute Österreich-Premiere, also der kommt jetzt auch Verkaufsstart, genau heute, ist perfekt, dass ihr das Auto jetzt holt. Gefällt mir voll. Ansonsten, wie gesagt, irrsinnig viel Details, also ich möchte da gar nicht jetzt zu sehr ins Detail kommen, allein nicht beim Hybriden gibt es technisch sehr, sehr viele Neuigkeiten, also es ist wirklich toll, was Toyota da. Und auch gleich als Information, wir haben jetzt alle 2 Monate ein neues Fahrzeug. Das heißt, es kommt als nächstes der Avensis im September, im Oktober dann ein RA4 Hybrid, dann Flottenbereich im Jänner, der Hilux kommt nächstes Jahr, Wasserstoff, Brennstoffzelle und. Also wir haben irrsinnig viel, was jetzt nächstes Jahr rauskommen wird und heuer schon. Und Toyota geht einfach voll in die Offensive. Darum der Appell an die Zuschauer, wenn es super fragt nach dem Auto, probiert es aus. Es ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe mich voll gefreut, wie ich ihn gekriegt habe. Und ich bin auch sicher, dass er dir gefallen wird, wenn du ihn fährst. Also es auch ist ein neues Modell. Top. Also, viel Spaß mit dem Auto, wünsche ich dir. Dankeschön. Gute Fahrt. Danke, tschüss. Tschüss. Alles einsteigen bitte, denn wir sind startklar für den ersten Tourstopp. Was uns dort erwartet? Ein duftendes Paradies für die Nase und auch für den Geschmack. Inmitten des Ibstals in der Gemeinde Hollenstein ist über die Jahre hinweg ein zauberhafter Kräutergarten gewachsen. Und wir haben natürlich hineingeschnuppert.